Hallo Blender-Freunde, hier der nächste Teil von dem Schiebepuzzle. Das Original ist von Ray Merlot aus England. Das habe ich ein wenig abgeändert, weil ich es später noch anders benutzen möchte. Und weil ich es eben im Vorfeld schon abgeändert habe, muss ich später auch Änderungen im weiteren Quellcode vornehmen. Fangen wir mal im Einzelnen an. Indem ich jetzt mal, das ist völlig falsch, so, indem ich jetzt mal dieses Ergebnis hier entferne. So. Im ursprünglichen Quellcode wurden eben diese Einzelteile mit diesem Skript erstellt und hier konnte man dann noch eintragen, wie viele Teile dieses Teil eben haben sollte. Gut, weil es jetzt nun mal schon mal aktiv ist, können wir das auch gleich weiter benutzen. Und für die nächste Funktion muss ich eben die Totalanzahl der Teile, also Number of Sides mal Number of Sides, die Textur angeben, die ich benutzen möchte. Und die Skalierung des Projektors, das ist dieses Teil hier gewesen. Wenn ich ihn größer skaliere, kann ich hier auch ein Viereck auswählen, das mir am besten gefällt. So, kommen wir jetzt zur eigentlichen Funktion. For current piece in BBI context selected objects, das ist also dieser ganze Kram hier, soll er mir immer. Hier geht also jetzt immer eins weiter und setzt das aktiv. Das ist wichtig. Also current piece ist gleich scene object active. Er legt den Modifier an, den Typ UV-Projekt. Standardname ist UV-Projekt. Er fügt dieses Image zu, in meinem Fall dieses Fish PNG. Use Image Override wird auf True gesetzt und der Projektor wird ausgewählt. Das ist der Projektor, den ich hier in dem Vorfeld erstellt habe. Das Teil hier, der hieß Projektor. So. Projektor. Weil ich jetzt diese Datensätze anders angelegt habe, ich habe also nicht jedes Mal in der Schleife gesagt, er soll das duplizieren, sondern ich habe gleich gesagt, er soll den Datensatz duplizieren, muss ich den jetzt als Single User machen. Das ist in dieser Zeile bewerkstelligt und dann wird das Ganze mit der Modifier hinzugefügt, apply as data, und dann ist es auch schon getan. Da ist es. Es ist jetzt wie angedacht, die einzelnen Teile können jetzt so verschoben werden, um dann später wieder das Gesamtbild zusammenzusetzen. So sieht es dann eben aus. Soweit, so gut. Ich denke mal, im nächsten Schritt werden wir dann anfangen, die Teile mit dem Algorithmus zu verschieben und dann wird das Ganze über das Netzwerk übertragen und auf einem anderen Rechner in ein bewegtes Bild umgesetzt.